Introduction rounds with a little hopping. Ganz easy, wenn man das einfach nennt. Beginnt jetzt hier von der berühmten DropAndRoll Show. Auf der ganzen Welt waren die Jungs schon unterwegs. Mit unglaublichen Performances wie sowas. Über den Vorlag 360. Und hier rückwärts nosen die Jungs. Es ist Danny MacAskill, ladies and gentlemen. An English rider in the crew. Make some noise for Ellie Clarkson! Viele alte Special Tricks winter Hits. Aus England nach Schottland gezogen, die drei wohnen inzwischen zusammen. Geht zusammen Radfahren, macht Videoprojekte. And there it is, the A-War! Und da, wo er stehen bleibt und an euch vorbeirollt, Stimmung machen für Nelly! Yes, sir! Beautiful! Nelly Clarkson, ladies and gentlemen! So, und wer den nicht kennt, tut mir leid, aber man sollte ihn jetzt kennen, Nelly, falls nicht ist. Also from Scotland, this is Danny MacAskill!
MacAskill. In der nächsten Runde beginnt er. Wanna do some body hopping? Alright, some body hops. 70 Zentimeter beginnen Sie. Ganz locker. Über das Ding drüber. Body hop to manual. Don't laugh too much. Yep. Alright, easy one. Yeah!
Wir gehen das ganze Spiel wieder von vorne los. 1,15 Meter, Leute. 1,15 Meter. Yes! Stell dich einfach hier rüber, kann ich auf den Weg stehen. Wie schaut's denn aus? Ihr müsst nach vorne schreien. Komm schon! Yeah. Und so ein Stück drüber. Brutale Performance. Daddy. 1:15. One mistake already. Is he gonna make it? Schafft es oder schafft es nicht? Brutal! So, letzter für diese Höhe ist Danny MacAskill! Danny! Yeah! Holy girl! As you see, wir sind am Ende von diesem Ding. 1,25! Alright, seid ihr bereit für 1,25? Na, wir wollen ein Bier trinken. Nein, ihr müsst noch ein bisschen still machen. 10 Minuten noch, kommt schon! Oh. Jetzt wird's natürlich hart. You guys good or you want to do one round?
just give me 1 second. Hey, Mr. DJ, can we have the sound down for a second? All right, also, das Höchste, was geht, eine letzte Chance. Und bis der jetzt da drüber gesprungen ist, lasst es so dermaßen krachen. Den Lärm, den man sonst immer machen will, aber nicht darf, hier darf man, okay? Also schreit's raus, eure ganze Wut, eure Freude, was auch immer. Zürich, are you guys ready for LA? Eieiei. Jetzt wäre es recht blöd, wenn sie es nicht schaffen, gell? Auch wurscht. Wir haben uns die Seele rausgeschrien, ist auch gut. Also, jetzt so laut, dass er schafft. Sonst weiß ich auch nicht, was wir machen. Danny! Like in a soccer stadium! Wie schaut's aus? Haben wir noch Bock? Geht noch eine Runde, oder? Ist das Bier nicht gut da, oder was? Leute, wollt ihr noch eine Runde? Kommt schon! Ja! Alright. So, Mr. Black Markets, hit the sound for another round. Alright, Duncan is hit the next round. Mit wunderschönem Stil geht er hier ran und Vorsicht an den Vertrag. Ja, genau. Denn der Duncan möchte jetzt hier hoch, oben auf den Container rauf. Schickt ihn nach oben, den Bugel. Erstmal hier rüber hüpfen auf die höhere Plattform da drüben. 3 Meter hoch ist der Anhänger circa, 3,50 die andere Stelle und da muss man auch erstmal rüberkommen. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Der muss da irgendwie runter. Klatsch wieder runter, Leute! And down! Beautiful! Danny MacAskill will jetzt auch da hochspringen. Ihr seht's, Freestyle, einer kommt rein, macht was er will. Wir schauen einfach zu und lasst uns unterhalten von ihm. Danny! Oh, yes sir. Easy for Danny. Let's see what's gonna happen. We definitely need some noise for it. Oh yeah! Über das Vorderrad, 180 oder 360 nach unten, das ist der Auftrag. Let's! Auf dem Vorderrad erstmal drehen, wahrscheinlich 360 und dann auf die Plattform, yes! Und über das Hinterrad drüber. Nice one! Alright, Ellie. You wanna go up here? Okay, also auf die Ebersbercher Rampe geht's jetzt nach oben. Genau, und der Danny, wer da hinten steht, wenn er runterfällt, fällt ihn auf. Und vorher habe ich gesagt, wenn er es Rad und bekommt, nehmen und weglaufen, kosten auf die Kohle. Okay, Ali. Ali Clarkson will jetzt nach oben. Weiß der Teufel, was die Versicherung dazu sagen würde, wenn es wirklich passiert, gell? Alright, Ellie, what's gonna happen? Oh, dickes Gap. Er hat es vorher schon mal gemacht. War knapp, aber er hat es geschafft. 5 Meter ungefähr. Schätzen, ja, 4 Meter schätze ich mal. Bis hier auf dieses Holzgestell rüber. Gute Distanz, kein Anlauf. Und deswegen gescheit Stimmung machen, Ellie. Es ist schon viel. Oder? Wahnsinn! Was ein
Ding hier festhalten muss. Da kommt die Fettleibigkeit gut. Also hier eine Stimmung machen, ich muss jetzt festhalten. Also, kommt schon! He does it on purpose, but it hurts. Oh, I just said it. Okay, also nochmal. Ich muss es festhalten, deswegen müsst ihr laut sein. Kommt schon! Danke! Jetzt soll es funktionieren. Und jetzt hingeschaut, hier die Ecke. 180 auf den Ding hier. Yes! Und es wird zurückgehoppt auf diesen kleinen Stangerl. Mr. Duncan Shaw, ladies and gentlemen. Beautiful. You need to. Sir. Are you going? All right, all right. Preparing for a huge gap. You want to jump from here to there? Come on. Okay, also ihr müsst da runterhüpfen. Ihr könnt es ruhig Buh machen, weil es so schmal ist. Oder? Daddy, just stop it. Stop. Stop, 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 stop. You do this one. Yep. Because now. This is way more dangerous. Also bloß zum Erklären, dass wir zum Mitdenken. Diese Stangen hier sind ungefähr 2 cm breit. Und das Ding ist jetzt relativ fest. Harte, harte, harte Aktion. Er möchte jetzt halt quasi über diesen Zaun darüber fahren. Super, super schwierig. 1000% Fahrradkontrolle. Brauchst, dass es funktioniert. Also, gib's ihm! Danny! He's getting old. Er wird jetzt älter, jetzt muss er früher raus. Die anderen zwei fahren noch. Ganz klar, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, wer hat das schon mal gesehen mit dem Ball? Alright, also doch einige. Die Idee ist, er möchte über diesen Ball. Also er fährt drauf zu, macht einen halben Vorwärtssalto da drauf. Und lässt sich rausbouncen und macht den Vorwärtssalto fertig. Unglaublich schwierig, auch wenn es einfach aussieht. Wenn das Ding zur Seite rutscht, fliegt er weg. Und deswegen, Leute, ein paar Mal geht schon noch, oder? Bevor es auf die Party geht. Der Maskill! Imagine Intro! Vorher schon
Kann man es richtig krass machen lassen, okay? Also, vielen, vielen.